Okay, auf vielfachen Wunsch geht's weiter mit Phantom Pain. Das ist ja eigentlich das richtige Spiel. Das wollte ich ja eigentlich auch spielen. Das andere war Ich ja glaube, er ist jetzt da. nur Hallo? Der Typ, der die ganze Zeit nervig Prolog. redet. Das ist Nikola. Hallo. Ah, riesige. Oh Gott, das ist creepy. Ah, es kitzelt. Nikola, der Metal Gear Experte. Erzähl mir kurz, Phantom Pain hast du auch durchgespielt oder wie oder was? Ne, komplett tatsächlich nicht. Das ist sehr, sehr groß. Das ist das Problem am Spiel. Es hat mehrere 100 Stunden Content. Also die Story habe ich durchgespielt, aber alle Missionen habe ich nicht gemacht. Das ist einfach too Ja gut, much. Story ist ja bei Open-World-Spielen dann. Das ist das Hauptproblem am Spiel, weil die Story halt nicht so gut ist wie alle anderen Metal Gears. Das kann halt nicht mithalten, was Story angeht, mit anderen Metal Gears. Wie du bei 2 natürlich weißt, war das exorbitant tolle Story. Das wirst du jetzt Ja. hier nicht so finden. Schade. Aber vielleicht gefällt es dir Wir trotzdem, weil die Story gehen mal ist rein, auch wir nicht gehen mal schlecht. rein. Oh. Dieses Spiel speichert automatisch, immerhin. Du darfst ja gleich mal deine Steuerung machen, am besten vorher. Genau, und das Spiel ist jetzt auch ein bisschen besser optimiert. Es gibt mehr Comfort-Features, die es im Ground Zeroes nicht gab. Einloggen auf dem Server. Es ist auch online, das heißt, es gibt eine Multiplayer-Funktion. Wenn Sie dieses Spiel nutzen möchten, dann stimmen Sie bitte bei den Nutzungsbedingungen zu. Jetzt hast du noch die Chance abzudehnen. Ah. Moment, Leute, es dauert Okay. jetzt ein bisschen. 2017 wurde zuletzt abgedatet, das ist ja. Konami Digital Entertainment Co. Limited, kurz Konami, ist Ich mach mal den dankbar für Titel Ihr an. Interesse an Konamis Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, zusammen mit allen unten als Endlich nimmt das Anwendung jemand ernst. definierten Materialien genannten Anwendungen. Durch Zugriff oder auf Verwendung der anderen erklären Sie sich bereit, die Geschäftsbedingungen zu erhalten. Falls Sie diesen Konami und Plattform Geschäftsbedingungen, ach so, nicht zustimmen, dürfen Sie nicht auf die Anwendung zugreifen oder diese nutzen. Bitte beachten Sie, dass Konami nicht an die Plattformanbieter angeschlossen ist. Da kann man über deren Geschäftsbedingungen erfahren, dass Konami nicht für Handlungen oder Unterlassungen für Plattformanbieter. Okay, wir skippen mal den Part der Einleitung. Kinder unter 13, bitte greifen Sie nicht auf die Anwendung zu oder nutzen diese. Was meint ihr, wie viele Kinder unter 13 haben diesen Punkt 1 gelesen? Die werden ja direkt angesprochen hier. Kinder Können wir mal im unter Chat fragen, 13. wer ist unter 13 von euch? Bitte mal melden. Außer Können wir. Rudinov. Die müssen jetzt abschalten. 3, okay. Also insgesamt Leute 3, okay. Alle sind 13, okay. 31 ist gefährlich, ich glaube. Mal gucken. Okay. Gut, Kuhkaka, oh ich Gott. vertraue dem mal hier einfach kurz. Oh Gott. Ach, die müssen wir uns Achso. natürlich auch noch angucken. Nutzungsbedingungen für virtuelle Währungen. Das ist einer der Spiele Und mit ja, Ingame-Währung. Oh Gott. Jesus Christ. Was spiele ich hier? Das gefährlichste Spiel der Welt? Bist du auch ganz sicher? Okay. Dann loggen wir dich halt ein. Was passiert eigentlich, wenn wir mal die Server offline sind? Niemand weiß das. Niemand weiß. Nur Konami. Bound Oh, online. Dragons. Okay. Der Enterdrück-Simulator. Oh, DLCs hast du auch bekommen von mir, das ist ja wahr. Finde ich nicht nett? Sorry, es tut mir leid, ich habe dir DLCs gekauft. Jesus Christ. Ist das ein Joke? Es gibt 20 DLCs oder Frack. so. Overall. Schleichanzüge. Ah, das ist geschafft. Das ist die erste Hürde. Schaffst du die Checkboxes abzuhaken? Wann geht es endlich Gefährlich. los hier? Ja, es ist das erste Mal, dass es statt ist. Oh, es sind frei erfunden. Die Inhalte dieses Spiels sind frei, für das hätte ich nicht gedacht. Ja. Es wirkte so Vielleicht gibt es ja einen realistisch. Cypher und einen Xoph, wer weiß. Konami. Kojima Trinken? Wir trinken? Productions 1. Wir bewohnen kein Land, sondern eine Sprache. Eines ist sicher, unsere Muttersprache ist unser wahres Vaterland. Emil Cioran.
From the Man Who Sold the World. Das ist das Tape von Chaz. Hieß er, glaube ich, oder? Chico? Nee, das Chico. Ist ein anderes Tape. Das sieht auch genauso aus. So sahen Kassetten früher aus. Nee, nicht, sahen ja nicht alle gleich aus. Also woher willst du das wissen? Hier ist ein Original Sony Walkman. Den hatte ich, glaube ich, auch noch. Ich hatte sogar den CD-Discplayer. Oh, ja, jetzt haben wir ein bisschen Copyright-Probleme, aber naja. Deshalb schaut im Stream zu, dann kriegt ihr auch die Musik mit. Falls ihr es jetzt als VOD seht. Da ist es wahrscheinlich rausgemacht. Achso, ich muss spielen. Was ist der gerade beim Augenlasern oder was? Troy Baker ist auch dabei. Den kennt man ja auch noch aus diversen Sprechrollen. Muss ich irgendwas machen? Genießen. Die Credits genießen. Okay. Das Lied. Eddie, das Lied. Das habe ich sogar in meiner Spotify-Playlist, weil das ist schrecklich. Ein Ohrwurm. Ich kenne das gar nicht, glaube ich. Das ist die Coverversion, glaube ich. Oh, da ist wer. Eddie. Was denn? Was du? So sehen Krankenschwestern aus, man weiß es. Lost Control. Hm. Na, guter Puls, passt doch. Das Original ist von David Bowie, ah ja. Und hier von Nirvana gecovert. Das ist doch nicht Nirvana, was wir gerade hören. Unter anderem. So. Mal gucken, von wem das Cover hier ist. Geh weg, Samuel. Schon krass, wie gut das aussieht. Vergleich mal mit Starfield, was 10 Jahre später einfach rauskam. Okay, schwieriger Name. Mitch Ure? Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Sorry. Wen rufst du jetzt an, Nicola? Oh, sorry. Ja, Mitch. Ich höre das. Okay. Wie has come to? Wie has come to? Wie has come to? Cool, cool, cool. Guck doch mal in die Optionen, ob die Grafik richtig ist. Das cutten wir dann in der Aufzeichnung weg, aber wir nur gucken, ob alles passt von den Grafikeinstellungen her. Ja, da kann noch ein bisschen sehr hoch. Da geht noch was. Nee, geht nicht. Das ist das Höchste. Okay. Es ist wieder auf 2K zurückgegangen. Das ist ja blöd. Da gucken wir jetzt nochmal. Genau, mach erstmal alles andere auf sehr hoch, dann gucken wir mal, ob du bei Vollbild vielleicht auf komplett hoch kannst. Volumetrisches Wolken? Ja, immer her damit. Wir wollen coole Wolken haben. Ja, das Intro war immer so. Wenn man noch keinen Spielstand hatte, dann fängt das so an, das Spiel. Speichert noch.
Oben rechts ist der Speicherindikator. Jetzt kannst du nochmal. Jetzt gucken wir, ob du Vollbild machen kannst. Und da auf die volle Auflösung. Okay. Hoffen wir mal, dass es keine Probleme gibt. Sieht gut aus. Okay. Top, top. Steuerung, genau. Das dauert noch ein bisschen. Was kann ich den Leuten denn erzählen? Kommt alles auf YouTube, ja. Also der Part jetzt nicht, wenn Eddie seine Steuerung einstellt. Das schaltet Bobby, glaube ich, weg. Geht nicht. Nein. Immer nicht. Ne, der kann Ö wieder mal nicht finden. Dann kannst du es vielleicht über das Team-Input-System machen. Das ist die Alternative. Wie? Wenn du, geht es, glaube ich, über Steam Overlay, ach, kannst du... Das können wir das nächste Mal machen. Komm, okay. Die Leute wollen doch jetzt hier... FPS höher? Was war denn bei FPS eingestellt? Auto, glaube ich. Ja. Nee, lass Auto. Ey, die spielt nicht mit Controller, weil das Aiming da wahrscheinlich zu anstrengend ist, geht mal. Sonst noch irgendwas? Anzeigeeinstellungen? Mhm. Das lassen wir alles, ne? Ja, das passt, glaube ich. Gut, Musik lässt sich, glaube ich, nicht ausschalten, aber ich glaube... Für das Stream-Erlebnis, Spielerlebnis ist schon wichtig, dass die Musik da ist. Die schneiden wir halt auf YouTube weg. Okay, willkommen zurück. Es geht los. Bewegung und Schärfe, ja, okay. Was? Ahuizme? Das ist griechisch. Gregor war sehr entzückt, als er gehört hat, dass sie alle griechisch reden. Can you hear me? Are you having difficulty speaking? Can you move your head? No. Just nod if you can hear me. No. I will not. No. Okay. Look up, please. Riech an meinem Finger. Very good. Sehr gut. How do you feel now? Can you speak? What is your name? When were you born? Can you recall? Sag mal. Wie heißt du und wann bist du geboren? Mhm. Wann bist du geboren? Dezember. Alt? Okay. Das Jahr ist egal, das brauchen wir nicht. Vielleicht ist auch das Jahr. Im Jahr 8. Gut. Ich glaube, wir haben den falschen. Please try to relax. There is plenty of time. Try to relax. I need to tell you something. Please listen and try not to panic. You've been in a coma for quite some time. Yes, yes, I know. You would like to know how long. 70 Jahre. I'm afraid it's been 9 years. What? Damn it! Nasokoma! 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 Kann ich nicht verschlafen. Calm down. Calm down. Try not to panic. Vor 9 Jahren ist das Spiel erschienen, wisst ihr? Wie geil es eigentlich wäre, oder? 9 Jahre im Koma. 9 Jahre weniger im Leben? Klingt jetzt nicht so. Überleg mal, was du alles an Filmen und Games zocken kannst. Hast wahrscheinlich Elden Ring 2. Direkt mit allen Add-ons. Mehr Games zum Zocken. Yes. How do you feel? Du wirst über 50. Das ist auch wieder wahr. Sind die alle schon gehen? GTA 6 glaube ich nicht. Nee. Na, wobei. It's been 1 week since you came to. Now, let's try getting you out of that bed. Nurse. Don't worry. Wir gleich.
You've lost some strength, but we've been maintaining your muscle mass through massages, CPM therapy and EMS. Now, also ich verstehe natürlich, wenn ich das mal kurz kritisch anmerken darf. Ich verstehe natürlich, dass das hier sehr cineastisch und immersiv sein soll. Okay. Aber also ich, seit 15 Minuten kann ich nur nach links und rechts gucken. Das wird sich erstmal nicht ändern, ja. Das ist, Es ist halt spielerisch jetzt irgendwo, weiß ich nicht. Du kennst das Intro ja schon, ne? Du weißt ja, wie es ist. Ich weiß, was passiert, ja. Aber es ist halt so ein bisschen schon wieder so. Das wird sehr schnell besser. Also, das Gute daran ist, es ist wirklich immersiv. Das Schlechte daran ist, für Menschen, die wie ich sind, die nicht die allergrößte Geduld haben, bin ich jetzt schon an dem Punkt, wo ich sage, ich will jetzt zocken, Alter. Ich will jetzt zocken, ich will's schleichen, ballern, einsammeln und so ein Kram. So. Ich bin nicht der allergrößte Fan von so Filmen. Also spielerischen Filmen. Es sei denn, es ist ein spielerischer Film. Aber hier gibt's ja Gameplay. Also wisst ihr, was ich meine? Ja. Hier gibt's ja eine Alternative. Es gibt natürlich so Horrorspiele oder so, die, wie hier, wie heißt es, Dawn. Heavy Rain? Ja, auch von mir aus Heavy Rain und so. Aber die zockt man dann halt auch wegen dem, dass die so Until Dawn, genau. Ach so, ja. Die zockt man ja, weil die so sind. Also, aber Metal Gear verbinde ich halt immer noch mit Gameplay. Ich will zocken. Wenn du an Metal Gear 1 denkst, wie viele Codec-Anrufe ja, du hast. Ja, es war mir auch zu viel. Es ist mir seit jeher in dieser Spielreihe zu viel Gelaber und zu viel passives Zugucken. Upon examination, we discovered 108 foreign bodies embedded within. Metal Gear spielt man auch wegen der Story in den Cutscenes. In addition to shrapnel, we also found fragments. Und lass mich zuhörig bewegen, man sieht gerade das ganze, die Streifen. Most of it was removed. Tearing? Ja, but ich würde deine mal gucken. Some of the fragments still remain. They are located near your heart and in your skull. Look at this. Eieiei. The fragments are lodged deep within your cerebral cortex. Giving you superpowers. We couldn't give you an MRI, the metal you see. But even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain hemorrhage. Mental and physical impairment. Soll man generell machen, wenn man irgendwie was im Körper stecken hat, drin lassen, beim Arzt. Ich habe einen dummen Spruch dazu, aber ich lasse es. Ja, das ist eine gute Vorlage. Ist aber tatsächlich so. You better look now. Best to understand your situation sooner than later. Dir was vom Bild auf. Mit etwas Alkohol geht das schon raus. It's best to see it with your own eyes. Be brave. No. Das war schon eine krasse Stille damals. Das fällt dir ja früh auf, dass er keine Hand hat. Ja. Das spürst du ja auch nicht, dass du gar nicht Kinder hast. Du spürst ja nur Phantom Pain. Ne? Calm down. Yes. Phantomschmerz, stimmt. Phantomschmerz ist ja ein Schmerz, den man sich einbildet, ne? Genau. Das heißt, Leute, die keine Hand mehr haben und die spüren aber noch, wie der die Hand wehtut. Mhm. So Zeug. Das hat der Name, genau. Teilstumpen, oh Gott. It's true, there are those who wish you would never woken up. You should be dead, but you're not. The wheels are in motion. Your enemies are everywhere. We must alter your appearance immediately. Otherwise, I fear you won't leave this place alive. It's a wide open world up there, so there's something we need to take care of first.
I'm going to change your appearance. We have no other choice. What you look like, however. Bin ich mal gespannt. Das war der nächste komische Teil. Hä? Du baust hier einen Charakter? Naja. Also Thorsten Legert hier ein bisschen. So kann ich nicht. Achso, hier. Ja. Da bin ich mal gespannt, wie sie diese Gesichtsveränderung hinkriegen. Ja. Das ist ein bisschen Quatsch. Und dann hier tätowieren sie ihn noch. Mit Mike Tyson Tattoo. Halt alles, damit du nicht mehr erkannt wirst. Oh, das muss ja schnell gehen. Hier ist Kevin Trapp. Das wurde nicht reingepatcht. Nee, das ist auch damals im Spiel Fußballer drin gewesen. Ja, ist Kevin Trapp. Mit Release. So, das sind für 23, okay. Ich sehe 20, okay. Schreib mal ein paar Zahlen in den Chat. 28. Was? Sollst du mal schreiben, welche Zahlen sie haben wollen. Musst du dann entscheiden, ob du es annimmst. 19 sehe ich noch, okay. 1, 2, 3, 7, ja, okay. Okay, jetzt quatschig. 23, 23, viele 23er. 20, 20, 21. Ich glaube, 23 führt aktuell. Sieht ein bisschen aus wie der Typ von Left 4 Dead, oder? Der alte Mann. Kann man grüne Haare machen? Ich nehme ihn hier, 28, nehme Kevin Trapp. 28 geht das. Jetzt kannst du die Frisur anpassen. Ja. Gesichtsbehaarungslänge. Das wäre doch mal cool fürs echte Leben, es einstellen zu können. Das wäre so nice, ne? Wie komme ich denn hier weiter? Enter? Ne, was ist da unter dir vielleicht? Was zum Drücken? Wo denn unter mir? Ich dachte unter deiner Kamera. Also, da ist okay. Wangen. Kieferpartie, Hautfarbe, Merkmal. Wahnsinn. Oh, jetzt kannst du noch ein Tattoo drauf machen. Wie viele Leute ich schon erledigt habe, für jedes ein neues Tattoo. Immer ein Strich für jeden Kill. Eieiei. Hat ein bisschen was zum Fasching. Der Gorbatschow Flex, stimmt, den brauchen wir auch. Gibt's den? Hier. Achso, sieht er aus, okay. Gorbatschow Adler. Ist ja nicht schlecht. Oh. Vom Leben gezeichnet. Eieiei. Boah, was ist beim Fechten? Ein Schlag, wie heißt das? Beim Fechten. Keine Ahnung. So, egal. Der Tränenkanal. Oh, das ist deep. Da ist er ja. Das ging schnell. Tja, very good. Now let's remove these bandages. Your face has healed nicely. To tell you the truth, these bandages were more for your protection, to hide you from those who want you dead. As of today, your name is Ahab. Forget everything. Your name. Hinter dir! Hinter dir! Nein! Hinter dir! Tja, das war die Krankenschwester. Hm.
This is you, as you've lived until this day. Tomorrow, eine Vorschau wieder aussehen wirst. Becomes a phantom. Vielleicht auch nicht. Vitamin verschiebt sich ein bisschen. Wie lange er den Spiegel aufrecht hält. Den willst du schießen? Nett. Ein freundlicher Rebels. Ich glaube, dass das 10 Jahre alt ist. Ey. Das sind mit die besten Zwischensequenzen, die man so kennt. Immer noch. Okay, have time to go. What happened to the woman? The woman? We gave her a life. She took the short way down. Moment. Hä? Das ist die Stimme von Kiefer Sutherland. Der Bandagierte. Aber du auch? Du kannst kein Geld für das Das ist wahrscheinlich so eine Fight Club-Nummer, ne? Oh, jetzt komm ich. Nothing like a little digoxin to get you back in the game. Digoxin, genau. Come on! Schnell laufen lernen nach 9 Jahren. Im Bett liegen. Und ganz schnell in die Optionen gehen und das Hearing ausstellen. Sonst geht der Chat fackelt uns was, ab. Welches Tearing? Option und dann nochmal auf Fenstermodus, also fensterloses Vollbild. Bei Anzeige. Aber da kann ich doch nicht mehr. Wir schauen gleich mal. Ne, bei Grafikeinstellung war es. Sorry. Wie das andere Spiel praktisch war das. Ja, und jetzt ganz oben bei Vollbild auf Rahmen. Genau. Ne, Vollbild ohne Rahmen. Und das geht, please. You can do it.
Ja. Sieht gut aus. Okay. Kommen wir jetzt wieder zurück. In Zypern. Im brennenden Hotel. Hospital. Jetzt steh halt auf, Junge! Was ein Lauch. Chat, was ist denn los, ey? Ja, schon, stimmt schon, ne? Ja. Ja, Kummer sollten wir jetzt nicht so sich anstellen. Yeah, Lens Flare. Let's take the stairs. Sogar da ist ein Lens Flare. Warum? Weil das früher cool war, vor 10 Jahren. Da wurde es im Wald eingebaut. Ich weiß. Ist halt überall, guck dir hier. Wie viel Lens Flare hier. Das hat halt das Spiel halt auch aussehen lassen. Aber du bist ja auch gerade aus dem Koma ausgewacht. Vielleicht ist es ja so, dass da noch alles verschwommen ist und wenn es flärt. Und jetzt dieser Flair, du fette Kartoffel, komm mal ein bisschen näher. Ja, herrscht ein Cinema. Genau. Jetzt steh halt auf. Das ist, als ob du im Stau stehst hier. Wieso hilft der mir denn nicht auch ein bisschen, der andere? Du musst doch scouten. Wenn da eine bessere Hälfte was. Das ist doch. Stimmt, weil der Snake heißt, deswegen. Ob sie seinen Namen bekommen hat. Jetzt muss ich was. Soll vielleicht der Solid Snail. Wow. Snail, versteht ihr? Schnecke. Snail. Okay. Was ist jetzt das? Psycho Mantis? Ein paar Jahre davor. Das war eins von den ersten. Something's coming. Yo. Das war sauber. Du hast den Kummer aufgemacht und dann ist immer. Ein Feuer. Dieser Skullboy, oder? Jetzt wird es ein bisschen albern. Ja, wir müssen mal Medic jetzt mal die Steigung haben. Da kommt ein Space Rider. Der einzige Feind, den er hat, Sprenkleranlagen. Eigentlich eine unbesiegbare Entität aus einer anderen Welt. Aber scheiß Sprenkleranlagen. Tja, nichts mit Aufzug. Dieser eine Schwachpunkt. Okay, wir robben in die andere Art, in die andere Richtung. Ja, da, oh. Ja. Oh. Sehr enttäuschend. Schon ein bisschen. Nur ein bisschen. Das macht einen überhaupt nicht wahnsinnig. Es tut mir so leid. Aber ich kann nichts dafür. Finde einen Rollator, das finde ich gut.
Erste Quest. Ja, er kann sich jetzt an Wände lehnen. Upgrade. Kiefer Sutherland hat so eine Nuschelstimme. Ich bräuchte auch mal Untertitel für mein Leben. Dann wissen die Leute, was ich sage. Wir brauchen mehr Rauch. Feuer ist nicht genug. Let's go. How convenient. Hä, wieso sehen die mich nicht? Ja, weil der Rauch dazwischen ist. Achso. Aber den haben die doch dahin geworfen. Ja. Die haben selber den Rauch dahin geworfen, damit sie nicht mehr so weit gucken können? Das ist ja taktisch. Das ist Gas, oder? Nicht Rauch. Nebel, ich hab keine Ahnung. Aus Rauch. Warum sollten die denn Smokebombs dahin werfen? Ist Gas auch so dicht? Ich hab keine Ahnung. Jetzt gibt's das Tutorial, was in Ground Zeroes gefehlt hat. Die One-Way Smoke verkackte, ja, stimmt. Help me, please. Hä, was? Das war gar nicht unser Buddy. Stimmt. Der hat doch eine Hose an, Eddie. Der kann es doch gar nicht gewesen sein. Richtig. Oh, die sind aber kompromisslos. Er lebt ja immer noch. Ach so, damit er uns jetzt gleich angucken kann. Ja. Angucken tut er dich. Hui. Knappe Geschichte. Toll. Der sieht uns nicht. Machst du auch deine Augen zu, wenn du den Sofa langst, oder? Wenn du was suchst. Mach mal das. Oder das Bett gucke. Der hat eine Sonnenbrille auf. Ach so, stimmt. Tschüss. Let's move. Ja, sorry, Chat. Lore kann ich jetzt schlecht erklären, weil das würde spoilern. Aber das erklärt sich alles im Spiel noch. Oder vieles, nicht alles. Oh. Help me. Who the fuck are you? Vier Kugeln statt einer. Das macht keinen Sinn. In meinen Augen. Ja, Magazine haben sie wahrscheinlich genug dabei. Trotzdem, wir haben nichts zu verschenken. Die müssen ja nicht zahlen. Die Szene kennst du auch noch, oder? Ja.
Warte mal schnell. Ja, da kann er stehen. Vielleicht mal in die andere Richtung. Was? Escape? Das ist eine Erklärung, was... also eine genauere Erklärung mit der Escape-Box. Kannst du weggehen. Jetzt sieh hier aus. Now. Kann er rennen? Lass die Kamera noch durch. Oh, zum Glück. Hoch oder runter, Leute? Tja. Runter. Hat sich erledigt. Da hab ich sogar gestorben, weil ich nicht mehr gut. Oh, krass, die haben den runtergeworfen, die Schweine. Ihr Schweine! Nicht durch, nur autorisiertes Personal. Aufschieben. Geht vielleicht nur von einer Seite. Du hast auch für alles eine Antwort. What's happening out there? It's all right. We'll be okay. I can't see what's happening. Okay. Do you hear that? What's going on over there? Ich mach das nicht. Okay, wie überlebt er das denn? Lol, von vorne und von hinten werden alle abgeballert, nur er nicht. Der hat aber auch ein Glück. Hat schon Schilder gehabt vor sich. Hinter sich. Nikola? Ich bin schon ruhig, tut mir leid. Hier laufende Feuermänner und fliegende Psycho-Mantis sind von daher. Like
Okay, die Szene ist schon echt gut gemacht, finde ich. Die ist sehr spannend. Es ist halt Film. Es ist halt ein Film im Prinzip. Wir brauchen hier nicht über Gameplay oder so reden, aber inszenatorisch ist das schon gut. Ich kann mich nicht bewegen. Sollte ich mich bewegen können? Ich glaube nicht. Erst muss die Gefahr weg sein. Jetzt. Anything? Negative. He came in here. Keep looking. Jetzt bewegen? Nee. Jetzt. Na doch. Ja. This way. We're sitting ducks. Blend in with the bodies. Get down on your stomach and crawl. Diese Übergänge zwischen Cutscene und Gameplay ist ganz geil gemacht. Mhm. Ich weiß nicht so richtig, wann man spielt und wann nicht. Sicher, mehreren Schüssen. Ja, nun, jetzt ist es ja einfach nur Glückssache. Er hat einen RPG ausgerüstet, sicher ist er nicht. Das ist natürlich immer so storytechnisch immer so ein bisschen. Es gibt. Also, die haben jetzt einfach nur durch Glück überlebt, einfach weil sie da aufgehört haben. Noch ist nicht vorbei. Na, ist aber so. Wenn sie konsequent gewesen wären, wären sie jetzt tot. Essen die Granate, der die in sich aufgesaugt.
Er wird immer stärker dadurch. Das sind 5 Level-Ups gewesen. Guck. Pam. Der ist nämlich nicht mit Feuerwaffen zu besiegen. Sprinkleranlage. Ja, die Kugel wird sie richten. Nachdem 6 Raketen aus dem Helikopter es nicht gerichtet haben. War ich gezielt, Eddie? Jetzt richtig zielen. Aber da ist ja der natürliche Feind. Sprenkleranlage. Not again. Those fucking things. I hate humans and their security measures. No water. I hate water. God damn it, how could they figure out that water is my weak spot? Nein. Jetzt bist du down. Okay, ich dachte schon. Knack. Alles wieder gut. Ah, einfach auf den Schloss schießen. Erstmal looten. Okay. Lol. Don't you die on me. Interessanter Plan. Ahab! Ahab! Hey, was haben sie sich dabei gedacht? Ich muss doch checken, ob da Loot liegt, ist doch klar. Wie? So. Feuer! Naja! Der Raketenwerfer, der voll gerade verbrennt, ja gut. Ja, guck mal, fairer Rücksetzpunkt. Es wäre lustig, wenn wir jetzt wieder in dem Bett liegen, wo wir nichts sehen. Das wäre so gut. Das wäre das Ende dieses Spiels für mich übrigens. Das wäre so krasser, wenn das der Rücksetzpunkt wäre. Einfach diese Intro-Sequenz nochmal. Ich will die wirklich, so schön, dass hier alles inszeniert ist, ich will die nie wieder spielen, ey. Looten und leveln. Guck, jetzt weiß ich zum Beispiel, dass ich da nicht durch kann. Gut, du hast gelernt. Jetzt muss der Herr mal hier. Er hat eine Pistole, er kann Dinge aufschießen. Das ist echt, glaube ich, auch nicht funktioniert, aber hey. Achso, ist schon offen. Könnte auch ein Horrorspiel sein. Lass mich doch da. Du schubst mich aus der Ecke raus. Okay. Du schubst mich, du Schwein. Ja, die macht spannend. Wie darüber vorgeht, ist ohne Bewaffnung. Na, ich suche halt schnell einen. Hier, guck, jetzt hab ich einen. Mal. Now I have a gun. Er nimmt sich natürlich gleich die Geile. Nein, doch nicht. Fair. Aha. Er ist guter Junge. Dann machen wir mal die. Oh nein, das ist schon Flameboy oder was? Tja. Weißt du, wie man schießt? Ja, es sind 9 Jahre, hey. Also. Schieß doch mal auf den Feuerlöscher. Jetzt sag doch nicht immer alles vor. Du bist ja der schlimmste Backseat-Gamer, den ich kenne. Okay, ich bin weg. Was? Oh. Hätte er da das Ziel erkannt. Oh, jetzt ist es gemütlich, wie viele Treffer du kassierst. Das ist ja lustig. Lass Nikolai in Ruhe. Niemals. Nee, chattet er. Genau, mit mittlerer Maustaste kannst du wieder hin und her wechseln zwischen den Schultern. Das ist ein sehr gutes Feature. Geht auch im. Genau. Das vergisst man relativ leicht, deswegen. Aber es hilft sehr viel.
Ellie spielt sein ganzes Leben in Ego-Sicht. True. It's funny, cause it's true. Ich bin mir selbst am nächsten. Näher wäre ein bisschen mehr. Das wäre anders wäre. Wie bitte? Wenn jemand noch andere näher wäre als du dir selbst, dann das wäre wild. Vielleicht deine Stimme im Kopf. Die ist auch relativ nah. Ah, da kommt das Magazinwerfen her. Ach nee, das ist der Schalldämpfer. Was für ein Schalldämpfer? Okay. Schluss mit der Schalldämpfer. Oh. Das geht immer gut aus. Sollte ich ihn... Das ist der Max Payne-Move. Oh, ich wollte auf die Flasche schießen. Guter Gedanke, ich glaube, das macht auch was eigentlich. Das ist noch einer? Ja, ich dachte, er ist tot. War der da noch eine Waffe? Muss wieder auf die andere Seite schieben. Kommt hin. So. Oh, ne MP. Die Freunde nicken das lassen. Wir hatten nur 14 Schuss. Wo denn? Hast du wieder Muni? Du hast wieder Muni. Ganz okay. Was ist denn jetzt der Dude? Ihn fort. Hä, der ist doch hier runtergesprungen. So. Oh. War das Spiel ein Erfolg? Oh, was geht ab? Telekinese oder sowas? Da ist sie wieder. Psycho Mantids. Hab ich aus dem Chat geklaut. Ist es das Sams? Das Punkte hat. Da ist er wieder, Flameboy. Die halten ihre Waffen so schief, ist das eine kluge Idee? Macht man das so? They will never find out what my weak spot is again. Die nicht mehr. I'm completely covered in fire.
Rambolger. Schnelles Ducken. Oh Gott. Getan. Ja, springt mal. Kommt noch der Panzer rein. Waffen schräg. Geht der Mikro zur Seite nicht da hoch? We need more bullets! Schräg ist dein Kugel, ja. Oh Gott. Jetzt geht auch noch der Helikopter. Das muss ich ganz geil gelesen haben, als sie das Drehbuch hatten. Then the helicopter rotor. Spins and kills her. Spins. And kills them. Noch einer. Also. The flying thing moves away, but then the tank comes and tries to shoot at Flame Boy. Flame Boy again explodes. Almost turns the tank around. The tank escapes. But then comes again and crushes Flame Boy. Oder zu. Das ist gut gereicht. Oh, das ist gut gereicht. Oh, das ist gut gereicht. Oh, das ist gut gereicht. Nicht hingucken. Das macht man nicht. Protagonist escapes. Oh, sei was. Das ist gut gereicht. Das ist gut gereicht. Und hat das Boom gemacht. Schon wieder, zum dritten Mal hat's Boom gemacht. Der arme Snake, ey. And then, when everybody thought it's over, everything is in flame. Snake. Hurt. Crawls. One hand, a gun. Flame Boy is coming closer. Do something. And he shoots until an ambulance comes and rams Flame Boy. Backs up and takes Snake in. It's Masked Man. Masked Man. Masked Man. Snake runs to the vehicle. Rambulance. Ach, das ist gut. Chat wieder. Gut. Rambulance. Sehr gut. And they try to escape, but Flame Boy, already on its feet again, is very angry and shoots flames. That's when fire. When firefighter and fire trucks join in and explode in Flame Boy's attack. What a lucky coincidence. Oh Gott, die fahren alle rechts. Our two protagonists escape, almost hitting every fire department vehicle on their way. Then a fire vehicle part. Scheiße, ich kann es nicht mehr zusammenfassen. It's too much happening. It's raining. Cars. But then a helicopter comes and shoots at the rambulance. It shoots the window shield. And it hurts. Masked Man. Is he dead? We don't know. But Snake has to steer. They escape into a tunnel that collapses behind them because the helicopter shot it down. On the other side, they get out. How could anyone know?
But there. They're already waiting. Shooting. The ambulance crashes viciously. Everyone is dead. It seems Game like over. Everyone is dead. But that's when Snake Dorfrat von Xulu comes to his senses. B has come to again. Oh no, masked man escaped. Or did he die? We don't know yet. He died and vanished. All we know is Snake survived, which is a good thing. He crawls out of the vehicle. Cameraman behind. Barefooted. Hurt. Hauptsache der Kamera geht's gut. Oh, nun. But there. The helicopter, still searching for Snake, and the Zums. But it seems the Zums is on his side, or is it? That's when a huge whale of fire eats the flying helicopter. Because that's what's up. And a fire unicorn appears on the sky. And yes, Flame Boy rides it. That's when Snake gets on its feet, Suddenly, someone on a horse appears and says, I'm on your side, and offers him a ride. That is fire, Yuri. Snake has no chance, no choice to ride away. But now, Flame Boy on his fire horse is taking pursuit. Jeez. But we have a gun! Shotgun. A shotgun! This should help against Flame Boy, as we know! We shoot round after round! You're vulnerable when you reload! He's coming! It seems to slow him down! While he burns the whole forest down! We try to escape. A tree, no. Help. Another tree falls down. But Flame Boy can't be stopped by trees or bullets. But that doesn't matter, we keep shooting at him. Flames burst around us. No, Flame Boy. And the flame unicorns. Now above us. Hast du ihn erwischt, ja? I think we got him. Probably scared away. No, there he is! Very, very close to us! Shooting flames! He's coming closer! I don't understand, I thought we can shoot him! He got us! Oh no! Ooh, flames! But we jump through the flames. And there it is. Rain. But that's when an earthquake appears. And we are thrown down a river.
Regen und der Sturm. The horse, of course, survives. And Snake, with his last breath. That's when... Scoreboard! We get a scoreboard! Codename Chick, das ist doch perfekt. Aber ja, nicht großartig. Schlecht. Of horse. Of horse. Ja, gut, genau auf eine Stunde haben sie es getimed, dass es ungefähr eine Stunde dauert. Mit Cutscenes oder ohne? Codename Chick. Ja, bestes Intro, was ich nie in einem Spiel gespielt habe, glaube ich. Aktueller Heroismus 800. Wohlverdient. Gebt euch das. Ihr habt 800 Heroismus. Heroismus. That's when! Das geht direkt weiter. The horse! Ach nee, Rückblende. Wir müssen, haben wir alles vergessen jetzt. Aber wie gut das aussieht, ne? Das Pferd. Ja. Ah, ich glaube, jetzt bist du entlassen worden aus dem Krankenhaus. Glückwunsch dafür. Oh. When? That's when the flying Zumps returns. Ja, mit, ah, mit Regen hast du nicht gerechnet. Ha? Flame Boy, now on his horse. Doesn't like the rain and disappears. Hideo Kojima, story, planning, game design. Written by Hideo Kojima. Also written by Shuyo Murata. Sie den Namen aussprechen? This is what we call cold opener of 1 hour. Wo ist mein Revolver Ocelot? The name's Ocelot. Oh, sieht aus ein bisschen aus wie Christoph Daum. A certain man gave me a job to do. Junger Christoph Daum, ey. First was to get you out of that hospital. Second, is to rescue the man himself. You remember? Your partner, 9 years ago, Kazuhira Miller. 9 years back, your private army came under attack by Cypher. You were considered dead. Until today, that is, when Cypher found you. And it's not just them. The whole world wants you dead. Wo ist eigentlich Masked Man? Ist der tot und weg? Oder? Den sehen wir bestimmt mal wieder. Die geben ja nicht einfach nur für das Intro Kiefer Sutherland. Die Stimme von Kiefer Sutherland. Aber du bist doch Kiefer Sutherland. Ja, aber wo wäre man denn noch mit Masked Man? Einfach nur imaginär oder was? First we need to save Miller. He's in Afghanistan. Also die reiten jetzt von Griechenland nach Afghanistan oder was? Ach so, Plan. Can't keep up with world affairs in a coma. 4 years ago the Soviets invaded Afghanistan. Ach ja, übrigens. Fighting back with Western Miller was training Mujahideen rebels when he was captured by the Soviets. The Reds 40th Army. Troop strength somewhere around 100,000. Squad holding Miller set off near the Pakistan border yesterday. Now in 3 days they'll reach the Soviet garrison. They'll be interrogated for a few more days, and it's off to a lager. Or left to rot in a ditch on Afghan soil. I give him 2 weeks. The job didn't mean anything to Miller. He only took it on to keep you safe. And well, so they both rode to Afghanistan. Had a pretty good deal on her once the IWC started raising a stink. Our 7 days to Port Qasim, another 3 overland. So we won't have much time once we're there. Don't take too long getting used to your new self. Hang on. Yeah!
Ja! Ich habe dir noch nicht erklärt, wie man bessere Waffen freischaltet. Das kommt. Das ist erstmal Hideo so. Kojima! Hideo Kojima? Ja, man war so leer. Hideo Kojima! Wir haben noch nicht genug Credits gehabt, wir brauchen noch mehr. Tja, Eddie, wie war dein Zypernurlaub? Ähnlich. Aha, okay. Kapitel 1, Rache. Ich hab den Chat geklaut, sorry. Aber fand ich gut. Jetzt hier so eine Indiana Jones Sequenz reingemacht. Das juckt mich nicht. Eine Patron. Zwei Patronen. Oh. Was hältst du davon? Wir hatten nur noch Geld für vier Finger. Aber es ist besser als nichts. Du hättest dann Raketenwerfer drin. Was denn? Meine Pistole. Hättest du nicht noch einen fünften Finger da dran machen können? Sorry, wenn nein. Wenn eine Pistole drin ist, also möchte ich die auch schnell. Vier gegen eine eingebaute Pistole. Oh, guck mal, Smoke, eine E-Smoke. Mhm. Die Welt hat sich verändert in den 9 Jahren. Ja. White Fang, dankeschön. Ach Mann, die Musik hört immer so früh auf. Gute Musik. Belohnungen. Ocelots Missionsbesprechung. Der brennende Mann. Musikkassette 2. Das sind jetzt die Codex, die du jetzt alle erspart bekommst, weil die jetzt alle optional sind. Also waren sie früher ja auch schon, aber man muss da die ganze Zeit diesen Screen angucken. Mit den beiden Leuten nach links und rechts. Jetzt haben sie diesmal gelöst mit Kassetten. Die du dir spontan anhören kannst. Phantomglieder Phantom Limbs. Ist auch cool, dass die englischen Texte auch da lassen. Das ist cool. Ah, endlich mal wieder eine Zwischensequenz. Cool, ich dachte schon, ich kann spielen. Kabul! Sind schon fast da. But wait, there's more. The area ahead is under total Soviet control. Miller's been captive for 10 days. Not much time left. Weather will clear shortly. Storm's passing. Suddenly Assassin's Creed. Noch alter ihr. Mhm. Kletter mal da auch. Oh. Schalashaska. Nee, Schalashaska. Schalashaska. Das klingt wie eine Rüstung aus Elden Ring. Soviet Gas Airborne Machine. Wie siehst du immer, wer mitteilt ist an der Episode? Das Skulls, aha. Guest ist der Starring. YouTube-Stream da? Ne, da ist er wieder. Manchmal ja, ist gut. Ja, die Anzeige ist ein bisschen. Oh, guck mal, die Aussicht. Das ist alles gut, diesen Bach. Alles, ist natürlich jetzt ein ganz schöner Kontrast zu diesem düsteren Regen-Setting. 9 Jahre auf Eis. Solo-Infiltration der Sowjet-Main-Ground-Forces. Ozlot-Gear. Da ist der Android wieder. Mhm. Und dein fünfter Finger. Stimmt, jetzt hat er 5, ne? Ja, da war noch eine Lieferung. Oh, ich kann spielen! Mit Pferdchen. iDroid öffnen. Ja, oh, guck mal, der neue iDroid. Sieht so toll aus. Das ist, wo sie ihn Miller halten. Only Problem ist, wir don't know his exact location. Finding it is your first priority.
Das ist das Missionsgebiet, das ist erstmal beschränkt auf den Bereich. Das ganze Alphabet an Markern. Ich will A wieder dahin haben. Oh Gott. Ja, hast du gleich geschafft. Z? Ja. Das soll alles seine Ordnung haben, Leute. Mother Base ist nix. Die ist kaputt. Versuchen wir das Aufnahme. Finden Sie ihn und retten Sie Kazuhira Miller. Retten Sie Ihren früheren Partner Kazuhira Miller. Er wurde von den Sowjets gefangen genommen und in Gwandai verhört. Jetzt mach doch mal. Ja, ist ja gut. Stress. Achso, ich kann doch nicht rein. Alright. That's the village. If you see something through the binoculars and you need more information, just give me a call. I'll tell you. Da links war so ein Scharfschütze, oder? Und hat die ganze Zeit geblinkt mit seinem. War der links? Noch ein Stück? Noch ein Stück? Da blinkt's doch. That's Vialo naja. Village. The Vialo Calais. The villagers fled the war and evacuated a while back. Oh. Since then it's become a base for the Soviet's 40th Army. Kann ich nichts mit interagieren? Kannst du markieren? Du kannst einen Linksklick Marker setzen, glaube ich. Dann kommt vielleicht noch. Jetzt noch nicht. Put a marker on it so you don't lose track of where it is. Jetzt geht's. Tutorial war noch nicht ready dafür. Good. Now you won't have to worry about getting lost along the way. He can't have much left in him. I give him 3 days, tops. If we fail, and he dies, we lose our chance of revenge. But we need more intel. If you just go charging into Doandehar, you'll be putting both your lives at risk. See what you can find out first. The Soviets have other outposts, not just the one you saw. Afghanistan is a big place. I expect you'll become quite familiar with those binoculars as you plan your next move. Mann, lass mich jetzt spielen! Danach ist erstmal Schluss mit Cutscenes. From here on out, you're on your own. Tschüss. You're a legend in the eyes of those who live on the battlefield. That's why you have to handle this mission yourself. Put those 9 years behind you. And return is big boss. That's how Koss would want it. I'll be sending additional intel by radio. Stay sharp. Not one of Miller's bodyguards survived. And they were good. All we found on the scene were their corpses. Und er hat eine Armbanduhr über seinem Mech-Arm. Oh, ich fand eine geile Brille. Also, there is only hope of getting them back. JF Ray, I wear. Tschüss. Guck mal, der hat ein Horn. Ist übrig geblieben. Konnten sie ja nicht rausnehmen, wegen der Blutungen. Genau. Ich steck mal ab. Hideo Kojima. Now go! Verdammt, nichts mehr. Let the legend come back to life. Hideo Kojima. Jesus Christ. Ja, die Trail bestanden. Und der ist weg. Ja. Und das ist ja. Jetzt muss ich ins Bett. Oh, das war die Folge. Auf Wiedersehen. Nein, wir reiten noch zu unserem Ziel. Das Schlimme also ist, mal ruckelig, ne? Echt? Bisschen. Na gut, vielleicht liegt es auch der sehr steinigen. Ist ja auch EK. Und ist sehr glücklich. Das erste Dorf müssen wir schon noch machen, oder? Ich weiß gar nicht, kann man das speichern? Aber das Schlimme an dem Spiel ist, man wünscht sich irgendwann die Cutscenes zurück, weil die Hälfte des Spiels oder drei Viertel passt halt keine Cutscenes. Da fehlt es dann an der Story. Deswegen genieße ich noch die Cutscenes, solange du sie hast.
Gib ihm die Sporen. Oder ihr. So, aber jetzt ist Open World hier, ja? Jetzt ist nicht ganz Open World. Du hast immer noch einen Missionsbereich, weil du eine aktive Mission bist. Aber wenn du die abgeschlossen hast, hast du Open World. Darüber kommst du nicht, das ist zu hoch. Ja, doch, mit E. Na gut. Ach, mit E. Ja, springen gibt's hier nicht. Dong. Oh, da blinkt was. Jetzt hast du Loot. Jetzt gibt's Loot. Finally. That's a rough diamond. Good find. It'll fetch a high price. Kannst alles einsammeln. Gibt keine Möglichkeit. Das ist cool, da kannst du wirklich alles einpacken. Oh, der Beobachtungsturm. Da ist doch keiner. Okay. That's marking. Focus on the thread and it'll be marked automatically. You can mark enemies and vehicles by zooming in with your binoculars or camera. Once they're marked, you'll also see their positions on the map. Security at that guard post is relatively light. Looks like the perfect place for a warm-up. Try to remember the ways you used to deal with enemies. Anytime you need advice, just give me a sight. Sound. Keep all your enemy senses in mind. When you're near an enemy, stay low and move slowly. Ooh. Was? Er hat sich umgedreht. Gut. Der dreht sich nicht mehr um. Don't leave bodies out in the open. Find some place to drop them out of sight. Genau, der ist jetzt bett, also nicht schlafend, sondern betäubt. Der kann aufwachen. Ich glaube, das ist auch wieder eine Pistole. Okay. Aber die Idee war gut, probier's ruhig nochmal. Ja. Sich anschleichen ist schon eine gute Idee. Wieso dreht er sich um? Nochmal! Da warst du vielleicht ein bisschen zu laut. Also wenn sie was hören, drehen sie sich um, dann muss halt schnell schwer sein. Mit Tastatur langsam zu laufen, ne? Ja, stimmt. Das geht natürlich nur auf dem Gepäck. Ah, jetzt komplett mit Tastatur, glaube ich, durchgespielt. Es geht schon irgendwie, also ja. Kannst aber auch dich hinkraulen, also so auf dem Boden mit langen Snaken. Oh, sehr clever. Hm. Oh. Okay, ist auch betäubt. Ja, Outpost gibt Captured. Sehr gut. Ja, woran erkennst du das? Wurde gerade gesagt. Outpost Captured, als du den letzten umgehauen hast. Dadurch weißt du, okay, jetzt alles clean. Patrouillen gibt es zwar auch, die fahren mit Autos durch die Gegend oder laufen, aber die sieht man relativ weit. Dein Pferd kannst du auch irgendwie rufen, ich glaube. Kuh vielleicht? Ja, und dann pfeifen. Dann kommt's angeritten. Kannst du von überall aus machen, glaube ich. Schwierig, wenn man noch Zelda zwischendurch gekriegt hat. Da ist ein bisschen an der Kuh für die Kuh. Wow. Sehr gut. Meinst du, wir kriegen auch die Mission hin?
Ich würde noch sagen, eine halbe Stunde ist es. Wo war denn der Sniper? Achso, bei A, ne? Oder B? Ja, ich glaube, B war das. Gewesen, ja. Genau, und A ist das Ziel. Ja, wie sinnvoll ist das denn jetzt hier in jede Hütte reinzugehen? Ich meine, da gab es ja immer Loot, ne? Das kannst du aber auch noch in der Open World machen. Also das Gebiet ist jetzt nicht versperrt, wenn du außerhalb der Mission bist. Die Missionen sind quasi immer in der Open World. Ja, was denn machen? Gibt Ausnahmen, aber nicht so groß. Also von daher kannst du auch liegen lassen und später holen. Gar kein Problem. Aber da ist doch einer, oder? Was? Oh ja. Nee, doch nicht. Das ist eine Pumpe. Oder so. So ein Brunnen von damals. Extraction arrived at the You're almost at the enemy outpost, via low village. The village is crawling with enemy soldiers. Don't just go waltzing in. Start with some recon. Is there anywhere that overlooks the village? Genau, Kamerascheck kannst du auch stellen, wenn du willst. Can you see the village from there? Use the binoculars to recon the place. Ja, jetzt ist das Spiel deutlich langsamer geworden, ja. Das war im Intro von ein bisschen. Look at where the enemies are stationed. Look at their gear. Take it all in. There should be a command post somewhere. See any buildings with tighter security? If there are clues to Miller's whereabouts, I'll bet you can find them in there. Hm. Ich sehe absolut niemanden. Das ist richtig. Sieht ja ganz clear aus eigentlich. Aber das kann auch nicht sein. Doch eine andere Position suchen. Ja, ich glaube, dass da niemand ist. Na gut. Haben sie eine leere Village überlassen? Wie nett. Aber wir sind gerade alle im Haus und machen Party. Das gibt's natürlich auch. Oh, es wird dunkel, oder? War das ich war ein Auto oder sowas. Oh, er kommt auf dich zu, oder? Nee. Ach, halt weg. Ja, gut, dann fahren sie alle weg. Das ist wahrscheinlich. Das ist das schon irgendwas zu sein. Kannst auch mal anrufen, dann sagt er dir vielleicht, was das sein soll. Das da oben ist tatsächlich, glaube ich, zum Verstärken rufen. Ich glaube, nur einmal Q andrücken, dann machst du einen Call. Ist das Soviet Flag, the hammer and sickle, okay. The workers and the peasants. Just a hollow symbol in a place like this. Ich glaube, da ist niemand. Wir sind okay. Clear. Perfekt. Da ist absolut niemand. Komplett unbewacht die Stadt. Können reingehen und alles ohne Gegenwehr looten. Praktisch. Oh shit, da ist jemand. Das bin nur eine Attrappe. Okay. Halt auch nicht. Ah, gerade so noch gemarkert. Ist schon nur einer, oder? Das also wird nur einer sein. Das ist der Wachmann. Oh. Noch Baba. Der lebt noch. Der ist noch schwer verletzt. Das war der Schalldämpfer. Oh, die sind noch verletzt. Was? Wieso lebt der noch? Hau ihn zusammen. Sehr gut. Jetzt ist er wieder da. Jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Er ist tot. Oh, Alarm. Sun's down already. It goes without saying that darkness is good for infiltration. But your vision will be affected just the same. Keep your guard up, for who knows when you'll bump into an enemy. Oh, schnell. Guard up machen. Nun. Aua! Tja, jetzt braucht man jemanden, der russisch kann. Ja, die müssen wir setzen. Wo sind die denn? Kommt gleich ins Haus rein, gleich. Ah, jetzt bist du da, wo wir machen. Das ist nicht schlau, da hochzulaufen. Lassen sie. Oh.
Pam, pam! Peter, dir war noch ordentlich Action. Okay. Erstmal looten. Ah, nee, doch nicht. Okay. Aber kein Alarm mehr. Ich sage erfolgreich abgeschlossen. Kann ja keines Gegenteil behaupten. Bett heißt? Betäubt. Da unten dir ist noch einer. Jetzt ist nicht betäubt. Outpost captured. Hier, hier ist auch gut. Aber die Hoden leben noch. Jetzt lebt er wieder. Jetzt sind wir betäubt. Jetzt ist er tot. Aber habe ich Nachtsicht? Weiß ich gar nicht. Phantomzigarre habe ich. Aber was ist das da oben? Kamera oder Nachtsicht? Was? Ja doch, Night Vision. Ja, Night Vision Goggles. NVG. Oh. Ja, ganz oben. Geh mal der Maus einfach nach oben. Genau. Ah. Nice. Okay, muss ich nicht. Oh. Okay. Jetzt sehen sie dich aber schlechter. Das ist eigentlich ganz gut. Oh, jetzt sind wir noch. Sag mal, wieso... Sam Fisher Sound? Okay. Genau, du kannst die Kassette nehmen, dann ist Ruhe. Man kann es natürlich auch spielen lassen, dann ist es abgelenkt. Hören die vielleicht nicht so gut. Oder so. Ist auch eine Option. Warum sind die Türen gelb? Du weißt, wo du durchkommst, glaube ich. Ja, aber es macht keinen Sinn. Ja, es ist ein spielerischer Nutzen. Die ist halt warm, die werden... Die Tür ist warm, die Stahltür ist warm. Die erhitzt sich bei der Hitze. Ja, ist ja gut, okay, du liebst das Spiel. Die speichert halt Hitze etwas länger. Du weißt es doch auch nicht. Was ist das? Das war aber... Also das Feuer. Feuer, okay. Stahlfeuer. Stahlfeuer. Das ist der Fireman wieder. Warum gehen Türen in beide Richtungen auf? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Das ist angenehmer zu spielen. Ja. Biologisches Material mal 100. Was wohl da drin ist. Oh, was ist das? Kann ich das auch benutzen? Ein MG. Hättest du gerade eben benutzen können. Das wäre ganz praktisch gewesen. Macht laut Piu-Piu. Abschließend da leider. Mache ich das gut als Stealth-Spiel? Genau so will ich auch spielen. Das triggert euch, oder Leute? Du bist erfolgreich also von daher. Aber es gibt schon niemanden mehr. Was ist das? Noch ist der Call noch nicht durch, dass der Outpost gecaptured ist. Also irgendwer liegt hier noch. Der findet dich oder du findest ihn. Jetzt haben wir Quatsch, es gibt, gar keine, es gibt halt gar keine Sprungtaste. Du hast ja schon Metal Gear Solid 2 in Stealth durchgespielt, also warum nochmal? Ja, jetzt kannst du auch mal laut sein. Der Call war schon, okay. Gut, dann ist der Outpost gecaptured. Ich habe ihn nicht gehört. Ich auch nicht. War noch gar nicht so viele, ne? Ja, 5 oder 6. Das finde ich aber zum Beispiel nicht so geil, dass das einfach dann da steht. Also, so, das nimmt so ein bisschen die Anspannung, weißt du? So, ist doch viel geiler, wenn du nicht weißt, ob alle hier leben oder nicht, ob da noch jemand ist. Ja gut, die können natürlich auch Verstärkung rufen. Aber das ist, glaube ich, noch aktuell einfach. Wer soll denn Verstärkung rufen, wenn keiner mehr da ist? Nee, ich meine, sobald du angreifst. Ja gut, aber wenn es heißt, es ist keiner mehr da, dann heißt es, es ist keiner mehr da. Ja, aber ich meine, während des Angriffs kann auch Verstärkung rufen, weil es kann auch jederzeit eine Patrouille. Du wirst alles rechtfertigen, was ich kritisiere, oder? Alles. Ausnahmslos. Da könnte jetzt als Waffe ein Bonbonwerfer sein. Ja gut, aber ein Bonbonwerfer in der Wüste ist ja auch eigentlich ganz geil. Was muss ich jetzt machen? Nehmen und müsstest du B. Nee. Oder A. Nee, A hast du gesagt. A, B ist ja schon weg. Das hat er als A gemacht.
Lass mich so probieren, zumindest besser zu reden. Nein, du kannst ja das Spiel mögen, aber du kannst ja auch zulässige Kritikpunkte. Klar, lass dich auch zu. Versuchst du trotzdem einzuordnen. Sind das Böse da? Ja. Gibt hier nur Böse. Gibt keine Zivilisten, tatsächlich. Das fehlt zum Beispiel im Spiel auch. Zivilisten gibt's hier nicht. Keine Ahnung warum. Aber die haben anscheinend alle. Wie Edith Holzfeld, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe ganz oft schon auch Kritikpunkte geäußert. Ich habe nur gesagt, sie stören mich nicht. Das ist kein Schalldämpfer. Ich will es dir nur mal sagen. Ja, was soll ich machen? Die leben lassen? Du hast noch eine Pistole. Ah. Vielleicht hat die einen Schalldämpfer. Ja. Oh, auch clever hinten als es anzugreifen. Der lebt noch. Aber zum Glück sehen sie dich nicht, weil es dunkel ist. Sehr gut. Das war jetzt eine Patrouille mit einem Bunker, glaube ich. Der hat diese Antenne auf dem Rücken. Oh, du hast ihn aufgeweckt. Hä? Der weg. Jetzt. Weil ich über den drauf, weil ich mit dem Pferd auf ihn draufgestiegen bin, habe ich ihn wieder. Mantis heißt der, ah ja, okay. Alle langweilige kann ich die Waffen zusätzlich nehmen oder nur tauschen? Nee, du ersetzt sie dann. Kannst dann später, wenn die Missionen über das Hauptquartier laufen, kannst du auch andere Waffen ausrüsten. Aber auch immer nur eine krasse, oder? Eine Sniper, eine Pistole und ein Hüftgewehr. Also drei Slots hast du. Ich glaube, es gibt auch mehrere Pistolen. Ich glaube, du kannst es auch mitnehmen. Du kannst mal eins drücken und eins halten, dann ziehst du ja, was du. Dann kannst du wieder zwei Waffen mitnehmen, okay. Also kannst du die andere auch mitnehmen, wenn du willst. Aber da ist ja noch mehr. Ey, da steht ein Pferd! Ja? Kannst du als Ablenkung benutzen? Habe ich jetzt einen Schalldämpfer oder nicht? Gerade nicht. Woher weiß er, aber da ist doch auf dem Bild ist ein Schalldämpfer ja, drauf. Ja, und von der unter der Waffe ist normalerweise noch so ein Ausdauerbalken. Okay. Das hat. Problem solved. Und noch einer. Oh, die wurden geradet. Guardpost captured. Sekunde. Ja, die macht noch. Der mit Rot lebt noch. Hä? Der rechts, da müsste noch leben, oder? Was muss ich? Session. Down. Hä? Der rechts noch war. Wo? Ja. Ah ne, das war die. Da, wo die Markierung ist. Hau die mal. Oder so. Wir haben gerade einen Raid bekommen, Eddie. Oh, Nasty! Von Nasty. Nasty! Was geht ab? Kommt gerade vom Baldur's Gate 2 spielen. Drei. Baldur's Gate 2? 3. Ach, 3. Ja, geil. Hab ich gesehen bei TikTok. Nasty! Nice. Hallo. Gibt der Nasty mal VIP? Nasty. Ist ja gar nicht. Ich hoffe, dir geht's gut, Nasty, in Berlin. Wir vermissen dich. Das muss ich über dich machen. Hallo, ich bin auch da. Kann ich jetzt so. Die zweite nehmen? Warte, ich muss jetzt Baldur's Gate 3 muss ich auch, weil ich habe tatsächlich überlegt, ob ich heute Baldur's Gate 3 weiter, ob ich weiterspielen soll. Ich hatte so ein bisschen Bock, unter anderem, weil ich bei Nasty auf TikTok gesehen habe, dass sie wieder voll im Baldur's Gate Grind ist und ich habe mir gedacht, so fuck ey, das ist eigentlich eine gute Idee. Ich habe auch angefangen, das macht sehr viel Bock. Das ist so geil. Ich liebe es. Aber ich habe leider Eddie davon abgebracht, dass er jetzt stattdessen mit Lidia spielt. Was ist das, eine Flak? Ja, Mörser, glaube ich. Mörser, meine ich doch. Flak gibt's auch. Macht aber auch Bumm, also laut. Habe ich jetzt mal. Ja, du hast zwei Slots. Wechsel mal mit eins auf den anderen. Was ist ein Bionic Arm? Dein Arm, der hat coole Kräfte. Kannst du Leute noch. Das ist betäuben? Das ist die coole Kraft. Sieht aus wie so ein Dance Move von Usher.
Der haut aber ordentlich rein, glaube ich. Hä? Stell dir mal vor, du kriegst einen Fleischarm. Und was ist das für ein Lamer-Kick? Das ist ja ein Laser-Kick von Eduard Laser, guck mal hier. Was ist das, ein Schienbeintritt? Wow. Ja, in dein Knie. Alles besser würdig. Das ist ja der lämste Martial Arts Move, den ich je gesehen habe. Aber weißt du, wie weh das tut, wenn du so einen Kick an den Schienbein kriegst? So. Und dann hau ich hier und dann hier und da. Und dann hau ich dich. Nimm das Laser Kick. Wolltest du die Waffe mitnehmen? Was wollte ich mitnehmen? Hab ich doch. Nee, die hab ich nicht? Nee, ich glaube nicht. Nee, oh, nee, du hast die andere weggeschmissen, die andere, die du vorher hattest. Hol sie doch mal wieder. Zwei Waffen sind besser als eine, habe ich gelernt. Da das, wo das Box-Logo ist. Genau. Ja, noch ein Stück. Ich finde, das sieht so lustig aus. Ich muss jedes Mal, wenn das eingeblendet wird, muss ich an denken, jemand setzt sich auf eine Schüssel. Das ist exakt das Movement, was man hat, kurz bevor man sich aufs Klo setzt. Ja? Was ein besseres Symbol ist dir nicht für Pickup eingefallen? Eine Hand, die irgendwas greift oder so. Es muss diese Position sein, ja? Es ist absurd. Wo ist denn jetzt hier? Da. Okay, kannst du dann vielleicht doch noch eine mitnehmen? Das ist ja frech. Nee, jetzt habe ich bei, oder? Nee. Sag mal, Nikola. Genau. Jetzt wählen wir einander aus und nehmen jetzt mal auf. Oder geht es trotzdem nicht? Genau. Ah, das kann sein. Glaub nicht, oder? Nee. Schade. Nee. Du musst aussuchen. Dann ist eins vielleicht noch eine andere Waffe. Vielleicht die Sniper. Also wo müssen wir lang? Zwei ist doch das für Heavy Weapons. Ach so rum. Okay. Dann nur eine Rifle. Na gut. Das war Foreshadowing für den DL-Simulator. Big Boss. And if you cross him, he will kick your shin. Nach dem Spiel kam Death Stranding, also von daher haben sie alles mitgenommen, die ganzen Learnings. Leute mögen geile Dinge tragen. Lass uns ein Spiel dazu machen. Man liebt es. Gibt's denn hier in der Open World irgendwas zu entdecken oder ist das eigentlich nur von Camp zu Camp? Nee, also es gibt später noch Sammelobjekte. Na, kommt drauf an, wie man das definiert. Also es ist keine Geheimnisse oder sowas, sondern eher so Loot sammeln. Und die Welt erkunden und... Ja, also es gibt noch ein paar Aufgaben, die du machen kannst. Tiere jagen zum Beispiel, genau. Tiere sind in dem Fall die Sammelobjekte. Aber das kriegst du dann noch beigebracht. Ist halt kein Dark Souls, true. So, und das ist jetzt quasi die große Basis. One day. We don't know exactly where he is. You can keep gathering intel or make an entry into the town now. Genau. Du kannst Wasser trinken, du kannst es aber auch lassen. Ich glaube, hier gibt es auch die Möglichkeit, Night Vision einzusetzen. Musst du aber vorher ausrüsten, glaube ich. Dann hast du auch in der im Fernglas Night Vision. Hilft aber auch nicht so viel anscheinend. Na, ach, da sind welche. Ja, die auch mal Marsch markieren. Kannst du natürlich auch Marker setzen, wenn du weißt, okay, da ist wahrscheinlich einer. Sowas mag ich ja, ne? Mit Nachtvision irgendwie spionieren. Auch in Spielen übrigens. Uff. Hast du Night Vision gekauft auf Amazon? Das ist ganz schön teuer. Das ist auf der Wunschliste tatsächlich. Ah, ja. Okay. Verstehe, ich habe ich auch schon mal geschaut, wie so ein Ding kostet. Dann habe ich gelassen. Gute sind teuer, ja. Es gibt auch so billige, aber ich glaube, das bringt. Also zumindest Night Vision Kamera, damit man ein bisschen was nachts halt aufnehmen kann. Ja, Wald oder sowas. Immer draußen. Immer so doof, wenn man draußen nichts aufnehmen kann mit dem Handy, weil man nichts erkennt. Ja, ja, klar, man kennt es, wie oft man nachts was aufnehmen will. Ja, ja. Oh, da ist eine Flak. Gut zu wissen, später, wenn du dann den Heli rufst, kannst du natürlich auch jederzeit machen. Wieso sollte ich denn später den Heli rufen? Irgendwie musst du ja deinen Kollegen rausbringen. Oder meinst du komplett zurückreiten?
Ja, gut. Ja. Kannst du auch machen, ist auch eine Option. Geht tatsächlich auch. Kannst beides machen. Illig rufen oder rausreiten aus dem Gebiet. Das Ding ist, glaube ich, ja. Soll ich das ausschalten? Ja, es macht halt, ist halt sehr laut, wenn es explodiert. Ich glaube, das ist ein Verstärkerrufen da und die Schaltenschüssel ist, glaube ich, auch noch für irgendwas da. Bin ich mir nicht mehr sicher. I'm going in. Oh. Wo ist denn? Sein? Ah, hier diese drei Punkte da, die du gerade markiert hast. Die 63 Meter. Das ist ein Tier. Aus irgendwelchen Gründen ist das die Markierung für ein Tier. Chat, wisst ihr, was das Ding macht? Die Schüssel? Ich weiß es gerade nicht. Es ist irgendwas Relevantes für fürs Gameplay. Oh oh. Lol. Anti-Air ist es. Für den Heli. Ach, die können da nicht landen, wo das Ding steht, oder was? Nee, Verstärkung. Was jetzt? Egal, es gibt eine große Schüssel und es gibt eine kleine Schüssel. Eins von beiden macht Verstärkung. Und eins von beiden muss es zerstören, um Verstärkung fordern zu können. Mit Heli und so. Also das brauche ich oder das mache ich kaputt? Wenn das kaputt ist, kannst du dein Heli hier landen lassen. Ja, aber dann mache ich es doch kaputt. Macht halt Lärm. Weißt du, weiß ja gar nicht, wie ich es kaputt mache. Okay, wie machst du es kaputt? Mit einer Handgranate. Ohne Schalldämpfer. Okay, überzeugt. Feindliche Kommunikation. Ah, ich weiß es gerade nicht. Eins von beiden ist feindliche Kommunikation, das andere ist. C4 oder RPG? Ja, das sind die. Oh! Schnellwaffe raussehen! Da hatte ich schon entdeckt. Da bringt es nicht mehr in Entdeckung zu gehen. Sobald der. Wie? Die haben mich schon entdeckt? So schnell? Weil der Reaktionsmoment da ist, dann hat er dich entdeckt und muss sofort angreifen. Sonst macht er Alarm. War das ein Mörser? Ich glaub schon. Ah ne, Flair. Okay. Mir ein bisschen zu viel aus. Mit Headshots sind sie sofort tot. Ja, für Headshots ist es mit dem Fadenkreuz nicht so einfach. Da muss man dann drei Tasten. Das stimmt. Ja, oh, sehr gut. Wenn sie down sind, sind sie erstmal down. Oh, noch eine Granate. Die ist genau auf dir gelandet. Boss, come in. Boss. Okay, Leute. Ist jetzt abgespeichert? Das kann ich dir nicht sagen. Boss. 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 Der Chat sagt, es ist gespeichert. Ich weiß es gerade nicht. Nee, ich sag euch mal, ich stelle mich nicht an. Es ist einfach sehr kompliziert mit Tastatur. Ich sag euch, ich spiele hier. Wenn ich mal das mal ein Vollbild. Nur, dass ihr es mal seht. Also, wenn ich über Kimme und Korn Headshots geben will, muss ich rechte Maustaste F mit dem, bei mir, weil ich ja rechts hier spiele, F mit dem kleinen Finger. Dann muss ich mit dem Ringfinger D und A zum Links- und Rechts strafen und natürlich WSAD vorne und hinten. Während ich aber die ganze Zeit den kleinen Finger gedrückt halte, damit er weiter über Kimme und Korn zielt. Und natürlich gleichzeitig muss ich aber auch die rechte Maustaste gedrückt halten und mit linker Maustaste schießen. Also ich betätige quasi sieben und Tasten oder so gleichzeitig, um auf den Kopf schießen zu können. Kojima! Ja.
Ich weiß, es ist für Pets gemacht. Es ist für Pets gemacht, eigentlich kein PC-Spiel. Man kann sich das auch noch leicht anders konfigurieren. Ich sag nur, deshalb hat das gerade nicht so gut geklappt. Also habe ich abgespeichert? Ja, ne? Chat sagt ja. Chat sagt ja, Chat hat immer recht. Ja, das soll es aber jetzt erstmal, klingt wie Ausrede. Jede Erklärung klingt immer wie eine Ausrede. Ausrede ist oft ein anderes, ein Synonym für Erklärung. Jedes Mal, wenn man sich erklärt, können böse Zungen behaupten, dass das eine Ausrede ist. Weil man versucht, mit einer Erklärung aus einer vermeintlichen Betroffenheit herauszukommen, aufgrund der Erkenntnis, der Erklärung. Es ist also nicht so besonders schlau, immer zu sagen, dass, wenn man etwas erklärt, dass es eine Ausrede ist, weil im Prinzip ist es das, aber es ist auch eine Erklärung, damit in eure kleine Hamstergehirne reingeht, wie unfassbar gut ich bin. Ist das schon die Abmod? Ich glaube schon. Naja, Bumper. Thank you.